Der Lift. Er ist der einzige Weg hier raus. Hi Leute, willkommen bei Flunia Gaming. Wir spielen Quantum Break, den Anfang, den Auftakt, den Spiel. Okay, wir sind gerade auf der Flucht, müssen hier aus dieser Universität raus. Jack, hier rein. Und ihr habt's gehört, wir müssen da rein. Gut, dann mache ich wir das natürlich. Wir können nicht zu deinem Wagen. Mona könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also. Na gut. Erklär mir das mal, Will. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut, vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Oh, shit. Irgendwas ging schief. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal. Versuch's? Ein Versuch, macht klug. Wo geht's raus? Es gibt nur eine Tür, oder? Die hier. Ach, da muss ich mal draufdrücken. Okay. Oh! Scheiße! Will? Okay, wir helfen Will. Irgendwie konnte ich mich darauf konzentrieren und Will aus seiner Starre lösen, auch wenn die Welt noch eingefroren war. Anomalie! Auf geht's! Sie hat recht. Mit dem Riss. Mit allem. Was machen die? Sturmgewehr, kann ich dem das abnehmen, oder? Munition aufgenommen. Munition, Sturmgewehr. Ja, das kann ich eigentlich aufnehmen, oder? Oder ist das nur die Munition? Ich kann die also entwaffnen, die Typen. Die haben gar keine Waffen in der Hand, oder? Da sieht man gar keine Waffen. Na egal. Wenn die Anomalie kollabiert, sollten wir besser weg sein. So, da gibt's wieder irgendwas zu lesen. Wen's interessiert, der sollte am besten Pause drücken. Gut. Eins von drei Handlungsobjekte gefunden. Oh, hier sind ja echt jede Menge Cops. Aber ich guck mal auf der anderen Seite vom Tisch. Vielleicht finde ich da noch was. Nein. Hier ist nichts mehr. Wie sieht's hier drüben aus? Hier ist auch nichts mehr. Okay, das sind auf jeden Fall Soldaten, Feinde. Wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Gehen wir. Sturmgewehrmunition aufgenommen. Hier entlang. Nimmt er automatisch auf, muss ich gar nicht aufsammeln, oder? Okay, also sobald ich diese Waffe in der Hand halte, sammle ich die Munition automatisch auf. Mann, das sieht echt mal abgefahren aus hier, wenn die Zeit eingefroren ist. Okay, schnell weg. Was ist hier los? Dieses Mädchen habe ich getroffen. Was machst du denn unterwegs? Sie soll sich bewegen. Ich helfe ihr. Sie bleibt erstarrt. Es hat bei dir funktioniert. Warum funktioniert es bei den anderen nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas mit den Kronenpartikeln zu tun. Natürlich! Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Verdammte Invasion. Was machen sie? Und warum? Sie schnappen sich alle. Alle Zeugen, die von ihren Unternehmungen wissen. Mann, da kann man ja Munition einsammeln ohne Ende. Ihr müsst ja... Wie viel Munition habe ich denn schon? Ich habe gar keine Waffe, oder? Folge Will. Oder ich kann jetzt momentan keine Waffe ausrüsten. Es geht wahrscheinlich immer nur dann, wenn man schießen muss. Ansonsten nicht. Schauen wir mal. Wir können durch den Hörsaal zum Parkplatz gelangen. Du sagtest, du wärst darauf vorbereitet. Woher wusstest du, dass es passieren würde? Beth Wilder. Es ist kompliziert. Ich erkläre es im Auto. Okay, okay, okay. Er erklärt es mir im Auto. Okay. Was haben wir hier Schönes? Durch diese Tür. Die Tür durch. Okay. Hörsaal. Alles klar. Au! Anomalie ist kollabiert. Für den Moment. Wenn die Anomalie kollabiert, kollabiert nein, auch nein, mein Wagen. Controller. Sie bewachen den Parkplatz. Der vibriert. Oh Gott, das ist... Okay, okay. Will, beruhige dich, okay? Ich kümmere mich darum. Ich werde mich durchkämpfen. Ich hol das Auto her. Okay. Bist du sicher, dass du das schaffst? Nein, bist du sicher, dass du die Zeit retten kannst? Nein. Dann sind wir wohl quitt. Okay, auf geht's. Schnappen wir uns das Auto. Ich weiß natürlich nicht, wo ich hin muss. Wahrscheinlich da lang, oder? Ja, hier geht's raus. Hier, die Schlüssel. Danke. Hey Jack, sei vorsichtig. Ja, okay, werde ich.
Alles klar. Ein echt spannender Auftakt, ein echt interessanter Auftakt. Wo man eigentlich noch gar nicht so weiß, was eigentlich abgeht, außer dass die Zeit irgendwie Probleme macht. Drücke Y, um den Zeitblick zu aktivieren, mit dem du Gegner, Gefahren, Gegenstände ausfindig machen kannst. Der Zeitblick wird deaktiviert, wenn du dich bewegst. Okay. Gut. Was zur Hölle? Meine Kräfte wurden stärker. Ich konnte jetzt Dinge fühlen. Warnungen. Und auch Echos aus der Ich habe gerade Befehle von Monarch Actual erhalten. Da wir schon mal hier sind, sollen wir den Wagen von William Joyce finden. Gibt's ein Kennzeichen? Wir arbeiten dran. Wahrscheinlich irgendein Schwachsinn wie Xenon oder Neutron. Gut, den ersten hätte ich mal. Ich sollte verdammt nochmal in Thailand sein. Gut. Also jetzt geht die Ballerei los. Okay, alles klar. Waffen wechseln. Da ist einer. Ganze zur Auswahl und du musst das den hier nehmen. Okay, ich schau nochmal. Da. Gut, ich glaube, das waren alle. Immer wenn diese Sequenz erscheint, dürften das alle gewesen sein. Wo ist dein Auto, Will? Wir können ja irgendeins nehmen. MP-Munition, Zeitechos. Wenn das Zeitsymbol aufblinkt, drücke Y, um verborgene Zeitschalter zu finden. Okay. Ich konnte ein Echo aus der Vergangenheit sehen. Wie Will in die Universität gekommen ist. Na gut. Moment. Was hat's hier? Ah, Munition bereits voll, okay. Also das heißt, ich muss da rüber, ja? Okay, untersuche die Anomalie, alles klar. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Das... Ich sehe die Vergangenheit. Das ist alles ziemlich wirr, okay. Scheiße! RB, tippe RB, um einen Zeitstopper zu verursachen. Etwas hatte sich verändert. Ich konnte die Hand ausstrecken und die Zeit in einem bestimmten Bereich anhalten. Bleib von mir! Du weißt nicht, was du tust! Will! Oh, fuck! Sie kommt von da, wo ich Will zurückgelassen habe. Ich muss zu ihm. Und zwar schnell. Was? Tippe RB, um einen Zeitstopper zu verlangsamen, halte LD. LD. Noch eine. Ah, das muss man auch. Wir müssen ihn umgehen. Mann, was halten die denn aus? Das ist ja unfassbar. Wo ist der? Wo ist der Gegner? Fuck. Geh mal hier rüber. Okay, ich geh mal dahin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da sitzt einer. Der sich aber nicht zeigt, oder? Kontrollieren. Weiter schießen! Okay, das war nicht schlecht. Feuer auf Ziel eröffnen. Oh Mann, die Waffe verzieht ja Vollgas, ey. Das ist ja abnormal. Was? Gibt's ja. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. So, wir müssen ihn umkreisen. Da haben wir noch einen, oder? Was war's? Okay. Wenn die in die Luft gehen, kurz bevor die drauf gehen, gehen die in die Luft oder irgendwie so. Ja, was machst du denn? Ich will immer entdecken gehen. So, mal gucken. Wo sind denn hier noch welche? Muss schneller, schneller, schneller darüber. Was haben wir denn noch hier Schönes? Gibt es eigentlich nur MP-Munition, oder? So, gut. Gut, das war der letzte. Yeah! Also, es funktioniert schon ziemlich cool. Scheiß auf das Auto. Ich muss zu Will. Er ist in Gefahr.
Das funktioniert schon ziemlich cool und erinnert auch schwer an Max Payne, muss ich ganz ehrlich zugeben. Warte mal, hier liegt noch was. MP-Munition. Ich muss am besten hier noch ein bisschen Munition einsammeln, bevor ich weggehe. Munition bereits voll. Okay, was habe ich denn noch für Gewehre? Pistole und Sturmgewehr. Okay, aber eigentlich sieht das eher aus wie eine... Ach, jetzt habe ich das Sturmgewehr. Okay, dann schauen wir mal. Hier nochmal alles aufladen. Okay. Das sieht nämlich eher aus wie eine Maschinenpistole, die ganz schön verzieht. Okay, was passiert jetzt? Au, das sieht schlecht aus. Du bist Jack Joyce. Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Sie bringen ihn in die Bibliothek. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Warum hilfst du mir? Du hörst zu denen. Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du schaffen wirst, aber du solltest dich beeilen. Okay. Das war das erste Mal, dass sie Beth Wilder sahen? Ja, aber sicher nicht das erste Mal, dass sie mich sah. Verfolgungsjagd in der Bibliothek. Kurze Ladezeiten. Akt 1, Teil 3. Jack war seit 6 Jahren nicht mehr in Riverport. Das ging zu schnell. Monarch Solutions ist ein mächtiges und wohlhabendes. Das ging auch zu schnell. Dankeschön. Will! Will, wo bist du? Okay, der kriegt bestimmt noch coolere Zeitspielereien. Warte mal. Nimm mal diese Waffe hier. Verfolgungsjagd in der Bibliothek. Okay, wir haben erst 10 Minuten gespielt ungefähr. Von daher haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Zu vergeuden. Ich muss zu Will. Wenn das Zeitsymbol blinkt. Ach so, ich vergesse das immer. Einen Moment. Sollen William Joyce Leben fangen, wenn er sich nicht wehrt? Bitte, lasst mich gehen! Ich kann. Halt die Fresse! Halt einfach die Klappe, okay? Der Boss will, dass wir ihn in die Bücherei bringen. Er will sich persönlich um ihn kümmern. Also, die Zeitsymbole, die man da rechts im Bild sieht, mit denen kann ich interagieren. Gut zu wissen. Also, ich muss mir das merken. Immer wenn das aufblinkt. Fuck! LB zum Wischen. Wuschen. Das ist schnell in Deckung gehen, oder was? Scheiße! Granate! Was zum... Wow, das ist echt mal krass, was er drauf hat. Und so schnell vor allem. Einheit kann sich nicht bewegen! Und weg ist er. Du hast besser gemacht. Das ist echt mal krass! Aber ein bisschen... Bisschen zu viel, oder? Wir sind noch hier. Einer. Schnell. Bam! Okay, das macht Spaß. Das sind coole Skills, aber man kriegt die bisschen... Man kriegt die bisschen zu schnell, oder? Und boom! Cool. Also macht Spaß, wenn man das mal richtig drauf hat. Ich muss zur Bibliothek. Da bringen sie ihn hin. Was steht denn da? Ist das hier nur zum... Ah, jetzt habe ich wieder dieses... Ich will eigentlich lieber das Maschinengewehr nehmen, weil das mehr Power hat. Okay, wo muss ich hin? Begibt sich zur Bibliothek in diese Richtung. Okay, kann man das hier aufsammeln? Nö. Also kann ich schon, aber brauche ich nicht, weil ich... eine andere Waffe habe. Aber ich habe nicht mehr so viel Munition. Dann nehme ich vielleicht doch wieder das Sturmgewehr. Das hat mehr Muni. Ja, nicht das Sturmgewehr. Die Maschinenpistole meine ich natürlich. Okay, wir müssen hier lang. Halt, da war was. Da hat was geblinkt. Es macht keinen Sinn, das Arschloch in die Bibliothek zu schleifen. Der Luftransport wurde bereits eingeleitet. Wir sollten schon weg sein. Luftransport. Die Zeitmaschine. Ihr nehmt die Zeitmaschine? Hey, ich sagte, halt die Fresse. Okay. Alles klar. Was? Wie jetzt? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Also die Story entwickelt sich echt zu einem wirklich coolen Spiel, muss man ganz klar sagen. Ach. Auf dem ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den Strom ausgeschaltet. Was? Feuer, es ist Joyce! Das kann ich nicht erwischen. Wir
Mann, Alter, da checkt man ja gar nichts, was man hier machen kann. Alter Verwalter. Ich bin gleich tot. Hui, ich bin tot. Nein, doch noch nicht. Mann, wie krass. Kann ich ja nirgends hier. Jetzt sollte ich mal ein bisschen mehr diese Zeitskills benutzen. Komm, geh drauf! Oh, Junge, wie viele scheiß Wichser hat sie hier eigentlich? Entschuldigung, für dieses Wort. Okay, das verschafft mir auf jeden Fall einen Vorteil. Das war aber nicht der letzte, oder? Nein, war er nicht. Okay, aber das ist schon ziemlich krass, was man da alles für Skills hatte. Nicht ganz einfach. Okay, wo, was hat er jetzt gerade eben gesagt? Irgendwo muss ich hingehen, oder? Wahrscheinlich die Treppen runter. Moment. Also gehen wir da runter. Oh, fuck. Das war ganz schlecht. Und die sind echt mal stark, die Typen. Die darf man nicht unterschätzen. Scheiße! Okay. Gut, jetzt waren es aber alle. Aber es ist schon ein bisschen noch kompliziert. Man muss da zwei, drei Tasten vorher drücken, bevor man dann diese Zeitskills benutzen kann. Begib dich Will nach draußen. Okay, ich muss zur Bibliothek. Alles klar, ich glaube, die Typen sind wir erstmal los. Fürs Erste auf jeden Fall mal. Okay, ich glaube, hier brauche ich mich nicht weiter umsehen, oder? Ich kann ja mal ganz kurz Zeitblick benutzen. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Da geht's lang, okay. Also, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Munition einsammeln. Geht das? Nee, geht nicht. Okay, gut. Keine Zeit zu verlieren, wir müssen zu Will. Okay. Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek, ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Rette Will, begib dich in die Bibliothek. Okay, hier gibt's, glaube ich, erstmal nichts. Oder ich könnte meinen Zeitblick benutzen. Zeitstopper. Okay, und was war das untere? Ah, das war das Swuschen, oder? Swuschen. Also ich kann das machen und dann das machen und dann wird kurzzeitig die Zeit verlangsamt. Aber wie schnell der diese Skills lernt, ey, das ist echt krass. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Es muss einen anderen Weg hineingeben. So, ich werde mal schauen, wo dieser andere Weg... Wo kam das her? Springen und klettern. Na, jetzt wird's ganz klassisch. Benutze A, um zu springen, oder benutze A, um über Hindernisse zu klettern. Okay, sind hier wieder Feinde? Ich schau besser mal. Nicht, dass ich wieder ins offene Messer laufe. Darauf habe ich keine Lust. Okay, Moment. Da komme ich bestimmt hoch, oder? Mit A kann man. Weg nach oben sein. Mit A kann man klettern. Kann ich hier jetzt springen, oder? Komm schon, dafür ist keine Zeit. Ach komm, hey. Du bist doch scheiße. Scheiß Fahrstuhl. Scheiße. Wie muss ich das Teil verlangsamen? Ach, okay. Alles klar. Also gibt es hier auch kleinere Rätsel. Okay. Alles klar. Also muss man mit diesen Kräften nicht nur kämpfen, sondern man kann hier auch kleinere Rätsel damit lösen. Oder größere Rätsel, je nachdem, was von einem verlangt wird. So, ich gehe mal hoch. Und dann werde ich wahrscheinlich auch zum Ende kommen. Schauen wir mal.
Okay, Freunde, ich glaube, ich beende mal meine kleine Videoserie zu Quantum Break, meine Gameplay-Vorschau-Serie zu Quantum Break. Sagt wie immer Dankeschön fürs Reingucken. Wir sehen uns demnächst beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ach so, ich könnte vielleicht noch kurz sagen, ja, Spiel macht Spaß, macht Laune. Man hat am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel Möglichkeiten, also zu schnell zu viel Möglichkeiten, aber wenn man das Ganze dann mal beherrscht, ich glaube, dass das dann ziemlich viel Spaß machen kann. Gut, das war jetzt noch mein abschließendes Fazit zu Quantum Break. Ich werde es natürlich weiterspielen, aber nichts mehr dazu aufnehmen. Ich glaube, 3 Videos reichen, Gameplay-technisch, Vorschau-technisch. Jo. Gut, alles gesagt, alles getan. Macht's gut, bis dann. Ciao.